Mansfeld in Sachsen-Anhalt. Originalvideoaufnahmen dokumentieren den Tatort eines unfassbaren Doppelmordes. Eine Rentnerin liegt tot in ihrem Bett. Im Raum nebenan ihr Hausarzt, ebenfalls tot. Staatsanwalt Hendrik Weber ermittelt in diesem Fall. Er ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo ihn dieser Fall überall hinführen wird. Das Besondere an diesem Fall war, dass er besonders komplex war. Es waren im Prinzip drei verschiedene Strafsachen, die ineinander sozusagen verwoben waren. Es ist der 30. Juni 2008. Eine Frau meldet ihren Ehemann bei der Polizei als vermisst. Es handelt sich um den Hausarzt, der in der Nacht zuvor zu einer Patientin gerufen worden ist. In dieses einsame Haus am Wald. Dort lebt die 74-jährige Rentnerin Anna S., völlig allein und abgeschieden. Der Arzt ist abends zur Patientin gerufen worden und kam nicht wieder. Daraufhin wurde nachgeprüft, wer hat ihn als letztes gerufen. Und dann haben Polizeikräfte natürlich diese Adresse in der Waldsiedlung 6 aufgesucht und haben die beiden Leichen dann auch im Haus vorgefunden. Das Haus war ja auch nicht verschlossen, sodass man da sehr schnell nachsehen konnte. Auf den ersten Blick sehen die Beamten, dass Anna S. und auch ihr Hausarzt Dr. Horst G. offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Wir haben um den Hals der alten Dame eine Art Schnürsenkel gefunden, dann noch ein zerrissenes Unterhemd und beides war offensichtlich am Hals kräftig zugezogen worden. Wir haben auch festgestellt, dass sie an der Hand Abwehrverletzungen hatte, dass sie sich also offensichtlich gegen einen Angreifer gewehrt hat. Beim Arzt war sofort zu sehen, dass hier jemand sich offensichtlich ein Strangulationswerkzeug gebastelt hatte. In der Küche waren kleine Äste und man hatte zwei dieser Äste genommen, um mit einem Schnürsenkel an jedem Ende einen solchen Ast zu platzieren, zu verknoten, sodass dann ein Strangulationswerkzeug vorhanden war. Staatsanwalt Weber ist mit seinen Kollegen von der Kripo vor Ort. Ein Team der Spurensicherung sucht überall nach Hinweisen. Einige wichtige Details können gesichert werden. Wir haben Fingerspuren gefunden an dem Telefon, mit dem der Arzt dort an den Tatort gerufen wurde, auch an einem Türrahmen. Doch die Auswertung der Spuren wird dauern. Weber kann noch nicht genau sagen, welches Motiv hinter diesem Doppelmord stecken könnte. Aber er hat eine Hypothese. Bei jedem Tötungsdelikt gibt es verschiedene Hypothesen. Hier war von vornherein offensichtlich, dass eigentlich schon von außen man zu sehen war, das war eigentlich ein ärmliches Gehöft, dass bei der alten Dame nicht viel zu stehlen war. Es gab eine Hypothese aufgrund des Bekleidungszustandes, dass vielleicht ein versuchtes Sexualdelikt eine Rolle spielen könnte. Die These beruht darauf, dass die Tote mit freiem Oberkörper gefunden wurde. Weber und seine Kollegen hoffen, dass vielleicht einem Spaziergänger, einem Jäger oder Förster der Todeskampf der beiden Opfer, ihre Schreie oder sonst irgendetwas Verdächtiges aufgefallen ist. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als diese Tat geschah, war Europameisterschaftsendspiel. Das bedeutete, die meisten Nachbarn haben nichts festgestellt. Es ist auch, wie gesagt, sehr abgelegen, sodass wir allein aus den Zeugenaussagen keine Schlüsse auf den Täter ziehen konnten. Parallel lief aber auch bereits die Fahndung nach dem Fahrzeug des Arztes, das offensichtlich entwendet worden war. Dabei handelt es sich um einen Mercedes ML320, ein seltenes Modell. Insbesondere mit einer sehr auffälligen Nummer, die Initialen des Arztes und dreimal die 1, sodass hier wir sehr schnell eine Fahndung nach diesem Fahrzeug herausgeben konnten. Der oder die unbekannten Täter sind auf der Flucht. In der Zwischenzeit findet in der Rechtsmedizinhalle die Obduktion der beiden Leichen statt. Oberarzt Dr. Dankwart Stiller hat die Toten untersucht. Todesart war in beiden Fällen nicht natürlicher Tod. Also Todesursache war eine strangulierende Gewalt gegen Hals. Um den Hals befand sich noch ein aus Schnürsenkeln und Holzstückchen gefertigtes Strangulationswerkzeug, was ich in meiner Praxis
27 Jahre Rechtsmedizin, also das erste und das einzige Mal bis jetzt gesehen habe, was man aus James-Bond-Filmen kennt, das ist also so ein Schnürsenkel mit zwei Holzgriffen, der war anderthalbfach um den Hals geschlungen und dann noch verknotet. Dazu korrespondierende entsprechende Hautverletzungen, sogenannte Strangmarke. Also ganz schlimme obere Einflussstauung, wie man es selten sieht, und bis Blutaustritt aus den Ohren. Und solche gravierenden Befunde, also da muss ganz kräftig eingewirkt worden sein. Der schockierende Bericht des Rechtsmediziners lässt Staatsanwalt Hendrik Weber keine Ruhe. Er will die Tat unbedingt aufklären, bevor der oder die Täter möglicherweise wieder zuschlagen. Berlin, Sommer 1986. Im Raum Berlin-Brandenburg beginnt eine beispiellose Mordserie. Immer wieder verschwinden Mädchen, die zunächst misshandelt und später ermordet aufgefunden werden. Eines haben alle Opfer gemeinsam. Sie werden zunächst gefesselt, unter anderem mit diesem Klebeband. Ist hier ein Serienmörder am Werk? Die Tötungsdelikte sorgen für Unruhe in der Bevölkerung. Kriminalhauptkommissar André Leisner hat an der Aufklärung dieser Fälle gearbeitet. Jahrelang sind er und seine Kollegen dem Mädchenkiller auf der Spur. Der Mordermittler hat sich im Laufe der Jahre eine dicke Haut zugelegt. Taten wie diese sind so grausam, dass er nur professionell arbeiten kann, wenn er seine Gefühle beiseite schiebt. Ich kann nicht mit jedem mitsterben, das geht nicht. Das kann man nicht, da geht man krachen, da dreht man frei. Und es gibt genügend junge Kollegen, die mit solchem Druck nicht fertig werden. Doch dieser Fall wird auch den erfahrenen Kriminalhauptkommissar an seine Belastungsgrenze bringen. Alles beginnt in Kleinmachnow bei Berlin. Eine 17-jährige Schülerin ist mit dem Fahrrad unterwegs. Sie verschwindet zunächst spurlos. Tage später wird ihre geschändete Leiche auf einer nahegelegenen Mülldeponie gefunden. Die Tat kann zunächst nicht aufgeklärt werden. 5 Jahre später. Die 15-jährige Sarina S. ist mit ihrer ein Jahr älteren Freundin Janine G. mit dem Zug unterwegs von Berlin-Marzahn in Richtung Rietz-Neuendorf. Am Bahnhof in Brand steigen die beiden Mädchen aus, wollen eigentlich den Vater von Sarina besuchen. Er arbeitet in der Nähe in einem Gasthof. Die beiden Schülerinnen haben zuvor verabredet, wie sie vom Bahnhof zu Sarinas Vater kommen wollen. Zunächst war ja bekannt, dass die Mädchen durch Freunde abgeholt werden sollten mit dem Moped. Die Freunde verspäteten sich aber und als sie hier ankamen, waren die beiden Mädchen bereits weg. Und die ersten Ermittlungen beschränkten sich logischerweise auf hier am Standort Rundum-Ermittlungen, die aber keinen Erfolg brachten. Sarina und Janine sind wie vom Erdboden verschluckt. Einzig und allein eine ältere Dame erinnert sich an die beiden. Doch wohin oder mit wem sie mitgegangen sind, weiß auch sie nicht. Der erfahrene Kriminalist Leisner weiß, wenn Teenager verschwinden, gibt es viele Möglichkeiten, was genau passiert sein könnte. Entweder sie wollen von zu Hause weg, Abenteuerlust, oder es steckt wirklich was Schwerwiegendes dahinter, sprich eine Straftat, dass denen was zugestoßen ist. Warum niemand der Polizei sagen kann, mit wem die Mädchen gegangen sind und wohin, dafür hat Mordermittler Leisner eine Erklärung. Das ist zum damaligen Zeitpunkt 1991 eine wenig befahrene Strecke gewesen. Die Verbindung von Königs Wusterhausen nach Cottbus und speziell der Bahnhof in Brand war wenig frequentiert. Die Sorge um die beiden Freundinnen wächst. Nach 4 Tagen entdecken Spaziergänger in einem nahegelegenen Waldstück die Leiche von Janine. Ihr Körper nackt, sie selbst gefesselt. Es handelt sich eindeutig um ein Tötungsdelikt. Durch die Kriminalpolizei wurden sofort die Ermittlungen aufgenommen und der Bereich des Fundortes wurde durch Kriminaltechnik weiträumig abgesucht und natürlich auch die Leiche der Janine wurde sorgfältig untersucht und man hat dann im Prinzip neben der Fesselung mit Klebeband auch Paketklebeband im Gesichtsbereich der Janine finden können. Die 16-jährige Janine wurde erdrosselt, ist qualvoll erstickt. Ihre Leiche wird zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Philipp Möller arbeitet in der forensischen Pathologie. Er weiß genau, wie in einem solchen Fall vorgegangen werden muss.
Wir würden erst dann an diesen Leichnam und die Klebebänder gehen, wenn die Kriminaltechnik, also die Spurensicherung, diese vorher bearbeitet hat. In der Regel würden die dafür dann irgendwann auch abnehmen, sodass wir damit gar nicht mehr so viel zu tun hätten. Was wir aber definitiv vorher machen würden, ist da Fingerabdruckspuren von außen einmal zu sichern. Und dann würden sie wahrscheinlich auch gucken, was an der Innenseite ist. Und tatsächlich ist das Paketklebeband, mit dem Janine gefesselt wurde und mit dem auch ihr Gesicht beklebt war, der erste wichtige Spurenträger. Man hat dann auf dem Paketklebeband aus dem Gesichtsbereich eine daktyloskopische Spur, sprich einen Fingerabdruck, sichern können. Doch der Fingerabdruck ist nicht in der Polizeidatenbank gespeichert. Werden Leisner und sein Team den Mörder dennoch stoppen können? Und was ist mit Sarina passiert? Ist sie vielleicht noch am Leben und wird irgendwo gefangen gehalten? Staatsanwalt Hendrik Weber hat es in Mansfeld in Sachsen-Anhalt ebenfalls mit einem oder sogar mit mehreren völlig skrupellosen Tätern zu tun. Eine alte Dame liegt tot im Schlafzimmer ihres Hauses. Im Raum nebenan ihr Hausarzt. Auch er wurde umgebracht. Eine ungewöhnliche Situation am Tatort. Warum mussten die beiden sterben? Als Motiv kristallisierte sich für uns sehr schnell das Fahrzeug des Arztes heraus. Wir haben allerdings dann auch festgestellt, dass wir keine Geldkarte hatten. Es war bekannt, dass die alte Frau einmal im Monat sich ihre Rente abholte, dass sie dazu auch eine Geldkarte von der Sparkasse erhalten hatte. Und eine solche Geldkarte war nicht aufzufinden. Bei der Obduktion der beiden Leichen können wichtige Spuren gesichert werden. An den Leichen wurde intensiv nach Fremd-DNA gesucht. Dabei gab es insbesondere Treffer an der Hand des weiblichen Opfers. An dieser Hand waren noch Abwehrverletzungen, sodass hier sehr intensiv gesucht wurde. Und wir haben dann dort feststellen können, dass an mehreren Stellen dieser Hand DNA aufzufinden war. Der oder die unbekannten Täter sind auf der Flucht. Überraschend schnell erhält Staatsanwalt Weber einen entscheidenden Hinweis. Auf diesen Überwachungsbildern einer Tankstelle ist das gesuchte Auto von Horst G. zu sehen. Außerdem zeigen die Aufnahmen einen Mann, der Tankbetrug begeht. Der Betrüger ist Hendrik Weber und seinen Kollegen bekannt. Es handelt sich um den Vorbestraften Gabor S. Gabor S. hat eine sehr stabile Disposition zur Begehung von Straftaten. Das sind eigentlich Straftaten quer durch das ganze Strafgesetzbuch. Er hat da also auch eine recht niedrige soziale Kompetenz. Da ist der Besitz von Kinderpornografie, da ist unbefugter Waffenbesitz, da ist Diebstahl. Da haben sie Computerbetrug, indem er entwendete Geldkarten verwendet hat, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Doch neben diesen Machenschaften kommt er für Staatsanwalt Weber auch als Tatverdächtiger bei dem Doppelmord in Betracht. Bereits in den 90er Jahren hat Gabor S. nämlich auch eine schwere Straftat begangen. Für uns war das Maßgebliche, dass wir feststellen konnten, dass er bereits 1996 wegen schwerster Vergewaltigung zu einer letztendlich 8-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die er auch voll verbüßt hat. Gabor S. ist auf der Flucht. Staatsanwalt Hendrik Weber lässt international nach ihm fahnden. Tatsächlich meldet sich die Schweizer Zollbehörde. Der Mann hat mit dem gestohlenen Wagen die Grenze passiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann den Kollegen in der Schweiz, der aus einem anderen Verfahren mir schon bekannt war, angerufen und habe gebeten, dort nach Gabor S. zu fahnden. Auch bei der Schweizer Polizei ist Gabor S. bekannt. Im vermissten Fall Maria K. galt er als Tatverdächtiger. Die 47-Jährige ist wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie hatte sich im Internet mit Gabor S. verabredet. Seit 2007 gilt sie als vermisst. Doch ein Verbrechen konnte man nie nachweisen. Nach diesem Haftbefehl bestand der dringende Verdacht, dass Gabor S. eine Schweizer Bürgerin vergewaltigt und dann getötet hatte, um sie als Zeugin der Vergewaltigung auszuschalten. Hat Gabor S. nicht nur einen Doppelmord begangen, sondern auch etwas mit dem Verschwinden von Maria K. zu tun? Die Schweizer Polizei leitet eine Großfahndung nach dem Verdächtigen ein.
Nachdem die Schweiz ihn landesweit in Fahndung gestellt hatte, wurde auch sein Bild veröffentlicht, sowohl im Fernsehen als auch im Internet. Und zwei Deutsche, die das abends gesehen hatten im Internet, haben ihn dort wiedererkannt und haben umgehend die Schweizer Polizei informiert, die ihn dann noch vor Ort in der Gaststätte festnehmen konnte. Gabor S. wird nach Deutschland überstellt, da die Schweizer Behörden ihm in der vermissten Sache Maria K. nichts nachweisen können. In Deutschland wird der Mann vernommen. Völlig teilnahmslos, empathielos. Er hat die Vorwürfe zur Kenntnis genommen, hat dann dazu nicht viel ausgesagt. Doch Staatsanwalt Weber hat aufgrund der Spurenlage am Tatort genug gegen ihn in der Hand. Warum der Tatverdächtige so viele Hinweise auf seine Person hinterlassen hat, erklärt sich Weber so. Von seiner Persönlichkeit her ist ihm das zum Zeitpunkt der Tatbegehung völlig egal. Das haben wir an vielfältigen Taten feststellen können bei ihm. Man hat es auch hier gesehen, er war im Besitz von ausreichend Bargeld und begeht diesen Fehler, unterwegs einen Tankbetrug zu machen. Mit dem Fahrzeug, mit Autonummer auf der Videoaufzeichnung der Tankstelle. Doch die Indizien gegen Gabor S. reichen aus, um ihn anzuklagen. Seine Fingerabdrücke und DNA waren überall am Tatort. Und er fuhr das Auto des ermordeten Arztes. Während der Verhandlung am Landgericht Halle gibt er Folgendes zu Protokoll. Er hat am Ende der Beweisaufnahme vorgetragen, er sei auf einem längeren Waldspaziergang gewesen, habe dann dieses Haus entdeckt, die Tür war offen, er ist reingegangen und sei dann durch die alte Frau angegriffen worden, die ihn vielleicht für einen Einbrecher gehalten habe. Und als er sich gegen diese Frau gewehrt hat, ist sie tragischerweise zu Tode gekommen. Er habe dann den Arzt angerufen, der der Frau helfen sollte. Und als der Arzt dann beim zweiten Anruf endlich kam, habe er sich um die Frau gar nicht gekümmert, sondern sei quasi auf ihn losgegangen, weil er ihn gestört habe und ihn herbeigerufen habe. Und auch da musste er sich gegen diesen Arzt wehren. So hat er es dargestellt. Doch der erfahrene Staatsanwalt glaubt Gabor S. kein Wort. Für viel wahrscheinlicher hält er, dass er der alten Dame Geld stehlen wollte. Als er merkt, dass bei ihr nicht viel zu holen ist, tötet er die Frau. Er ruft ihren Arzt, um von ihm etwas zu erbeuten. Anschließend tötet er auch ihn, stiehlt die EC-Karte des Mannes und sein Auto. Der Richter folgt dieser Theorie. Gabor S. wird wegen zweifachen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft verurteilt. Motiv? Habgier. Staatsanwalt Hendrik Weber glaubt, dass der Fall damit abgeschlossen ist. Doch da irrt er sich. Denn nur wenige Monate später werden in der Nähe des alten Tatorts Überreste eines Skeletts gefunden. Cottbus. Im Umland der Stadt werden zwei Schülerinnen vermisst. Eines der Mädchen, Janine G., wird schließlich tot im Wald gefunden. Augen und Mund sind mit Klebeband abgeklebt. Nach der traurigen Gewissheit um Janine hoffen Kommissar Leisner und seine Kollegen wenigstens ihre Freundin, Sarina S., noch lebend zu finden. Am Leichenfundort finden die Ermittler einen Ohrring des Opfers und Abdrücke von Autoreifen. Doch diese Spuren bringen Leisner und sein Team nicht weiter. Vor allem die Befürchtung, dass auch Sarina umgebracht worden sein könnte, lässt den Druck auf die Ermittler steigen. Und tatsächlich bestätigen sich 7 Tage später die schlimmsten Befürchtungen. Mordermittler Leisner wird in dieses Waldstück gerufen. Hier liegt die nackte Leiche der 15-jährigen Sarina. Die Leiche wurde abgedeckt mit Reisigzweigen durch einen Jäger aufgefunden. Die Spurensuche vor Ort ergab, dass Sarina S. durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt wurde. Bei der akribischen Spurensicherung am Tatort machen die Ermittler allerdings eine wichtige Entdeckung. Sie finden eine kleine Gummikappe. Leisner findet heraus, dass es sich um ein Autoteil handelt. Auch die Marke ist schnell klar. Ein Audi. Diese sogenannte Gummitülle diente als Schwellerentlüfter dieser Audi 100 der Baureihe 1982 bis 1984 und war im Prinzip an der Unterseite des Schwellers eingesteckt, um
ansammelndes Wasser abfließen zu lassen. Hat Mordermittler Leisner nun endlich eine heiße Spur auf den Doppelmörder? Das Besondere an diesem Gummiteil war, dass zu diesem Zeitpunkt im Bereich Berlin und Cottbus, wo wir den Täter vermuteten, etwa 6000 Audi 100 dieser Baureihe zur Überprüfung anstanden. 6000 Autos müssen überprüft werden. Eine Sisyphos-Arbeit. Und selbst wenn Leisner und seine Leute genau den Wagen finden, an dem das Gummiteil fehlt, ist noch lange nicht gesagt, dass der Halter auch der Mörder ist. Die Berliner Kollegen haben dann im Prinzip durch Aufsuchen der Fahrzeughalter die Liste abgearbeitet und sind im Prinzip unter die gezeigten Audis förmlich drunter gekrochen, um nach diesem fehlenden Gummiteil zu suchen. Bei der Überprüfung des Wagens 248 auf der Liste gibt es einen Treffer. Die Beamten stellen fest, dass an diesem Auto tatsächlich die Gummikappe fehlt. Der aktuelle Besitzer hatte den Wagen nur wenige Wochen zuvor gekauft, nach den Morden. Leisner sucht den Vorbesitzer und findet bereits am Auto einen Hinweis, einen Aufkleber mit dem Namen Uwe. Durch den Verkauf des Audis an diesen ausländischen Mitbürger wurde uns dann aber auch bekannt, wer der Verkäufer dieses Audis war. Und zwar war das dann letztendlich Uwe W. Der 31-Jährige lebt in Berlin und arbeitet als Justizanwärter. Er stammt ursprünglich aus der Gegend, in der die Leichen gefunden worden sind. Weil er jetzt dringend tatverdächtig ist, werden seine Fingerabdrücke überprüft. Man hat ihn mit zur Dienststelle genommen und Vergleichsfingerabdrücke genommen, die dann sofort überprüft wurden. Und es ergab sich ein Treffer zu der Fingerabdruckspur von Janine G. Sein Fingerabdruck befindet sich auf dem Plastikklebeband von Janines Leiche. Uwe W. behauptet jetzt, er habe Janine im Wald gefunden, dachte, er könne ihr helfen und habe deshalb das Paketklebeband von ihrem Gesicht gezogen. So sei sein Fingerabdruck darauf gekommen. Als er merkte, dass sie tot ist, habe er das Klebeband wieder auf ihrem Gesicht befestigt und sei in Panik weggelaufen. Der erfahrene Ermittler glaubt ihm kein Wort. Er demonstriert uns, warum diese Version nicht stimmen kann. Hätte man das abgemacht, dann sieht man sehr deutlich die Rückstände der Schminke. Und beim Neuaufbringen wäre das nie möglich gewesen, das genau in die gleiche Position zu bringen. Die Schminkrückstände auf dem Originalklebeband zeigen aber, dass es nicht abgelöst und wieder aufgeklebt wurde. Die Indizien gegen Uwe W. sind erdrückend. Die Reifenspuren stimmen überein, der Fingerabdruck auf dem Klebeband, das fehlende Gummiteil an seinem Auto. Dank der kriminalistischen Arbeit von Leisner und seinem Team wird Uwe W. vor dem Landgericht Cottbus wegen Mordes in zwei Fällen angeklagt. Der Richter ist überzeugt. Uwe W. hat die beiden Schülerinnen am Bahnhof in Brand in sein Auto gelockt. Dann ist er mit ihnen in den Wald gefahren. Während er das erste Mädchen missbraucht und tötet, muss die Freundin vermutlich alles mit ansehen. Anschließend bringt er auch sie um. Uwe W. hat sich in keinster Weise zu irgendwelchen Tatvorwürfen geäußert. 3 Jahre nach den Taten verurteilt das Gericht Uwe W. im Januar 1994 wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Tatsache, dass er wegen Doppelmordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, lässt natürlich Spekulationen zu, inwieweit er vielleicht noch für andere Tötungsverbrechen in Frage kommt. Aber das ist spekulativ und ich bin ein Mann von Tatsachen. Tatsachen in einem weiteren Fall schafft dann auch noch ein DNA-Abgleich 9 Jahre später. Er beweist, Uwe W. hat 1986 auch die 17-jährige Schülerin aus Kleinmachnow ermordet. Er ist ein Serienkiller und wird erneut verurteilt. Dank Ermittler André Leisner und seinen Kollegen können Taten wie diese auch nach Jahrzehnten noch aufgeklärt werden. Zurück in Mansfeld. Hier hat Staatsanwalt Hendrik Weber den Doppelmörder Gabor S. hinter Gitter gebracht.
Doch noch sind nicht alle Einzelheiten des Falls bekannt. 2 Jahre nach der Verurteilung von Gabor S., ein Waldgebiet in Mansfeld. Ein Forstarbeiter macht eine unheimliche Entdeckung. Er findet eine skelettierte Leiche. Etwa im Bereich dieses Baumstumpfes, dort wurde der Schädel als erstes aufgefunden. Und dieses Stück Birke dürfte der Rest der Birke gewesen sein, an der sich noch Fesselungswerkzeug befand. Offenbar wurde hier ein Mensch ermordet. Weber lässt die Überreste zur Obduktion überstellen. Dr. Dankwart Stiller stellt fest, es handelt sich um die sterblichen Überreste einer Frau zwischen 40 und 50 Jahren. Weber veranlasst einen DNA-Abgleich. Und tatsächlich, es handelt sich um die seit 2007 vermisste Schweizerin Maria K. Der bereits wegen Doppelmordes verurteilte Gabor S. gerät erneut ins Fadenkreuz der Ermittler. Die alte Dame und ihren Hausarzt hatte der 42-Jährige nämlich ganz in der Nähe des Leichenfundorts umgebracht. Er hat zunächst im Rahmen der Ermittlungen im Vermisstenvorgang jegliche Beteiligung am Verschwinden von Maria K. abgestritten. Auch als die Leiche gefunden wurde, hat er sich zunächst nicht zu dieser Sache eingelassen. Doch die Ermittler sind sich sicher, dass Gabor S. Maria K. bereits 2007 umgebracht haben muss. An den Knochenresten lassen sich nach so langer Zeit allerdings keine verwertbaren Spuren mehr finden. Trotzdem landet Gabor S. erneut vor Gericht. Er wird wegen Totschlags angeklagt. Während der Gerichtsverhandlung verwickelt er sich in Widersprüche. Er hat dann die gesamte Hauptverhandlung sozusagen an sich vorüberziehen lassen und am Ende der Beweisaufnahme seine Version, ja, dann schon die 8. Version des Geschehens, dort dem Gericht mitgeteilt und hat erklärt, man sei in der Schweiz auf einem Parkplatz in Streit geraten. Er hätte sie mit der flachen Hand geschlagen, gestoßen und sie sei dann so unglücklich gestürzt, dass sie dort vor Ort verstorben sei. Er habe dann erst die Leiche hierher gebracht. Und in diesem Waldstück an einen Baum gebunden. Dieses Mal reichen die Beweise nur für eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. 4 Jahre haben die Ermittlungen rund um Gabor S. Staatsanwalt Hendrik Weber begleitet. Fast täglich hat er akribisch Indizien gesammelt, um den Serientäter zu überführen. Ich muss sehen, ob ich die Beweise sammeln kann, die zur Verurteilung solcher Täter ausreichen, um auch die Allgemeinheit dann natürlich vor weiteren Taten gegebenenfalls schützen zu können. Gabor S., wohl einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands, muss für mindestens 15 Jahre hinter Gitter. Danach müssen Gutachter entscheiden, wie umfangreich die Sicherungsverwahrung ausfallen wird. Hendrik Weber und seinen Kollegen ist es zu verdanken, dass dieser äußerst gefährliche Serientäter im Gefängnis sitzt.